Santa Marta, genau. Es gibt ein Buch von 1948, das ist El Arte del Cantinero. Ja, ja, ja. Hilario Sanchez war der, das war der, wie nennt man das? Der Mann, der alles aufgeschrieben hat, der hat doch das 30-Jahr-Buch, 25-Jahr-Buch, ja, Schriftführer im Verein, das war der Club-Schriftführer. Der hat zwei oder drei Bücher, der hat auch drei Bücher gemacht. Ja. Und erstmal geht es darum, wenn man Bike Wheels macht, man muss ja die Limetten rollen. Ja, die wir alten Leser wissen, ne? Die alte Garde weiß das noch. Genau. Weil sonst wird das nichts. Und Santa Marta, was ich in dem Buch so schön fand, das war einfach ein Drink beschrieben, der las sich wie ein Daiquiri, ja, mit deutlich mehr Rum, also der Anteil, ja, von süß-sauer zu Rum war, ja, ein bisschen anders. Ja. Und dann stand da einige Tropfen Kirschwasser. Ja. 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 Und das finde ich so charmant an diesem Buch, 48 in Kuba, da sind dann, ja, so, da steht dann zum Beispiel drin, also da sind Zutaten, da stehen zum Beispiel mehrere Seiten über deutschen Riesling, also, ja, über deutschen, ja, Weißwein, ja, in einem Barbuch aus Kuba, ja, aus den, ja, 40er, ja, Jahren. Ich dachte, die, weißt du, die leben auf den Bäumen so ungefähr und dann, das hat mich sehr überrascht. Nee, das ist aber, das habe ich schon aus der Rekordung, ja, auch in den alten Barbüchern, die Beine immer eine große Rolle gespielt, auch deutscher, ja, Beine auch. Okay, wir brauchen scharfe Messer, das müssen wir mal im Misanplas anmerken. Messer müssten scharf sein. Wieder ein... Das macht die Nervosität, weißt du? Das hat ja keiner gesehen. Wir pokern, Pokerface hier, schneidest du raus. Das schneidet er raus. Jetzt gibt es mehrere Sachen, die man wissen muss, die, ja, Steffen Lohr nie sehen darf. Ja. Steffen Lohr nimmt Rohrzucker. Ja. Ich nehme den immer flüssig. Das hasst er auf dem Tod. Ja. Ja. Ich mache das natürlich gerne. Ich finde, das löst sich schöner auf. Oh, nee. Ist Limettensaft? Das ist zu wenig. Das hilft uns nicht weiter. Dieser kräftiger Daiquiri, also uns Freunde. 3-2-1 Euro oder so. Ja, sowas. Ja, Kirschwasser hat jetzt keins drin, oder? Nee, ich mach's umgekehrt. Ich mach's. Weil ich finde, wenn man zu viel nimmt, ja, dann wird er ganz schnell erschlagen. Es geht wirklich um so einen kleinen Barlöffel. Ja. Deswegen mache ich es im Nachhinein drüber. Ja. Sonst muss man mehr nehmen, dann kann es schnell zu viel, ja, sein. Wo hat das hingestellt? Ja. Sozusagen GSA Daiquiri, weißt du, mit deutscher Zutat oder was? Nee, das ist, ich, nee, ist Frankreich, verdammt, Alter. Älter wahrscheinlich. Ja. Aber man kann das sehr schön schmecken, finde ich. Ich bin gespannt. Ich heb noch meinen Jigger wieder auf. Also ich habe ihn jetzt kräftig gemacht. Nee, schöne Variante.